Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Sly. Und ja, leider haben wir uns selber jetzt ein bisschen resettet. Was natürlich schade ist, aber jawohl. Manchmal kann man sich ändern. Müssen wir gleich nochmal machen. Das war jetzt auch ein bisschen ärgerlich. Die blöden Vögel und Dings. Ich habe ja mit den Vögeln noch nicht viel Erfahrung. Wollte ich mir einsammeln, da kamen dann irgendwelche Leute vorbei. Ne? Da hast du auch keinen Bock drauf, aber ja. So, wir müssen einmal rein. Alles klar. Ja, schon klar. Ich bin den Fremden einfach rum. So, guck mal hier. Also, du bist aus dem Westen zurück. Korrekt. Glück gehabt. Hi, Klemmeron. Die Nacktrebellen auf der anderen Seite der Berge hielten die Dornrücken in Pferchen. Durch Alvens Sprengungen entstand ein Krater, der sie in die Tunnel zog. Durch die sie zur Mine und in den Schrecken gelangten. Gut. Außer den Rebellen trägt also nur einer die Schuld an der Dornrückenmisere, Alvand. Leuchtende Strahlen der Sonne. Und die ganze Zeit zeigt er mit dem Finger auf uns. Bringt Alvand her. Und Petra auch. Nice, Problem gelöst. Exekution. Ah, das Bier hat er sich verdient, wa? Aber da nichts gemacht. Waterworld, hallo? Ja, natürlich. Waterworld ist immer eine Lösung. Einfach alles absaufen lassen. Da kommt Alvand. Herzitiert wie ein elendes Schankweib. Ich hoffe, du hältst deinen Stift bereit. Was macht Petra mit dem Magistrat? Was? Was will die hier? Ich wohne hier, Rostkopf. Gut, worum geht es? Dank der Retterin hat die Sonne die Wahrheit über den Einfall der Dornrücken enthüllt. Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten Maschinen in Pferchen. Ein Krater schluckte sie und riss sie in die unterirdischen Tunnel, die nach Osten und in den Schrecken führen. Es war also ein Unfall. Aber lasst uns nicht vergessen, dass die Krater... Das ist nicht alles. Der Krater entstand durch deine nicht genehmigten Sprengungen in der südlichen Mine, Alvand. Du bist verantwortlich für den Maschinenangriff, die toten Arbeiter und die Zerstörung durch die Dornrücken. Für einfach alles. Mein lieber Magistrat, hat die kostbare Sonne dir die Sinne versenkt? So etwas würde ich nie ohne deine Zustimmung veranlassen. Es gibt Beweise dafür. Aloy hat den Frachtbrief in der Mine gefunden. Du hast das Sonnenreich betrogen, Alvand. Nur für ein paar zusätzliche Scherben. Und die Bergleute, die beinahe ertrunken sind. Und dieses Riesending, das du geschickt hast, um ein paar Flüchtlinge einzuschüchtern. Ich verlange eine offizielle Untersuchung. Ich bin das Opfer irgendeiner Karja-Intrige. Aber gewiss, wir werden alles genauestens untersuchen. Die Dornrücken, die Mine, die Flüchtlinge. Jeden Geschäftsabschluss, den du jemals getätigt hast. Das ist doch nicht nötig, oder? Was, wenn ich einfach ins Anrecht zurückkehre? Das würde der Kasse natürlich Kosten sparen. Natürlich. Ich reise ab, sobald ich ein paar offene Sachen erledigt habe und alles geklärt ist. Das Wohlergehen der Leute in Kettenkratz in Zeiten wie diesen... Nein, du wirst sofort gehen. Kettenkratz kommt zurecht. Du glaubst, sie kann dieses miese Drecksloch leiten? Pah! Fall doch tot um. Raus! Wir wollen und brauchen dich nicht. Wieder mit Arnold! Hat er sich selber zuzuschreiben. Steht ihm recht. Weg von mir. Dreck steht dir gut, Alvand. Wie die Sonne Schatten vertreibt. Ich danke dir, Aloy. Dankeschön. Er hat es verdient. Hier, bitte, nimm das für deine Mühe. Gib mir Levels. Das Sonnenreich und meine Nerven sind dir sehr dankbar. Und ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Das stimmt wohl. Seine Fußstapfen sind hässlich. Aber ich trete rein. Alles dank dir, Flammenhaar. Flammenhaar,
Levels. Oh, okay. Kettenkratz ist besser dran, wenn Petra das... So, Fähigkeiten. Jetzt schauen wir mal gerade. Schon wichtig. Die kann ich zwar noch weiter leveln, aber als nächstes sollte ich wieder ein bisschen mehr Gesundheit annehmen. Abfallbombe ist ganz nice. Trank geschickt, bieten mehr Heilung und Tränke werden schneller konsumiert. Was haben wir denn noch? Dreifach-Häcksler. Oh, da muss ich mich nochmal auseinandersetzen mit den Häckslern. Der Stealth wäre, glaube ich, auch noch ganz nein. Tarnfernkampf. Tarnab. Oh, Tarnabriss. Yep. Ja, Tarnabriss ist auf jeden Fall. Leiser Speer. Da sehe ich mich auch die nächsten Punkte mit einbringen. Okay, cool. Was haben wir denn hier? Koch, wir haben Nähe Outfit. Wir sind hier so nah am Turm. Ja, das sag ich hier vorne, da kann ich noch nicht weiter. Hm. Haben wir. So, questtechnisch. Was ist denn das nächste auf der Karte? Lass mal ganz schauen. Hier. Weißt du, da denke ich mir immer noch die ganze Zeit so, what the fuck, Junge? Ich kann mit dir nichts reden. So gar nichts. Oder habe ich jetzt mittlerweile irgendetwas? Willkommen zurück, Retterin. Lust auf ein Training? Sind alle gesperrt. Ja, so irgendwas für später. Ich muss Fähigkeiten freischalten, dafür habe ich gerade gesehen. Okay, dann wäre jetzt für mich der nächste Call das hier und dann unbekanntes Lagerfeuer und da oben. Ich muss sagen, ich stehe doch förmlich neben dem Lagerfeuer. Dass ich das dafür extra nochmal aktivieren muss, aber okay. Über einen seiner blöden Dreck. Halte ich aktuell für am sinnvollsten, das so zu machen. Ja, ab geht's. Und dann krallen wir uns nämlich das eine Lagerfeuer und dann machen wir um das Rebellenlager nieder. Ich würde gerne mehr aufdecken. Du bist zurück. Ich sollte erst den Vertrag lesen, bevor ich auf die Jagd gehe. Oh, Purple. Hm. Ja, doch. Wir müssen hier ein bisschen lang gehen. Die Vögel sind das Lästigste. Die muss ich halt wirklich echt versuchen, wenn ich sie kann, schon gleich mitzunehmen. Eine Ruine der alten Welt. Was wohl im Inneren ist? Ach, das ist eine Ruine der alten Welt. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, hä? Da komme ich noch nicht rein.
Nehme ich gerade mit und dann sehe ich zu, dass ich ein bisschen Deckung habe und dann versuchen wir nochmal so einen Vogel uns zu kratzen. Wenn ich herausfinde, wo diese Maschinen herkommen, kann ich vielleicht lernen, sie zu überbrücken. Bin ich nah genug dran. Ein Langhals. Wenn ich den überbrücke, bekomme ich Daten über die Umgebung. Fünf Gräber? Wenn ich den so schön hinterher schleichen kann und one-shotten kann, oh, nehme ich den immer sowas von. Was ist das, der Loot von eben? Nee, oder? Aber ich habe alles abgenommen. So, wir hätten jetzt gerne bitte einmal diesen Weg, weil... Immer muss ich keine Fische mehr jagen. Ich hätte gern von diesem lustigen Vogel einen abgegrast. Oh. Hi. Stinker. Katzenkino? Habe ich mich erschrocken. Plötzlich tuckt mich was von der Seite an. Haben wir natürlich nicht mitgerechnet. Ach ja. Alter Stubentiger, ey. Wo ist er? Ich kann den Kanister mit einem Frostpfeil hochjagen. Aber kein Frostpfeil. Thank you.
kriegt wieder Besuch. Na? Jetzt vorbei? Ja. Was ist los, Stinker? Ich kann so nicht spielen, wenn du genau vor meiner Nase stehst. Ist das okay? Ja. Was? Warum bist du nicht zufrieden? Hast du Aufmerksamkeit? Hm. Ja. Ach, Kater, ey. Sorry. Katzenhalt. Wir holen uns schön die Teile raus. Jetzt schwören können, ich hätte mehr rausgeholt, aber hey. Ja, ich brauche nachher irgendwie Abrisspfeile. Die sind mir tatsächlich ein bisschen zu langsam. Die Präzisionspfeile. Klingt doof, aber ist so. Den mach ich.
einen noch, den guten Jungen. Kann ich noch ein paar Teile abgrasen? Der Schmerz lässt nach. Schade, ich hab gedacht, ich kann noch ein bisschen was abschlagen. Aber hey, ein paar Himmelsgleiterteile zusammenbekommen. Damit bin ich eigentlich ganz happy. Jetzt können wir hier in Ruhe auch... hier oben war noch so ein Grünstück. Da müssen wir einmal oben rauf. Und dann gehen wir oben zum Ding. Beziehungsweise, wenn ich mir Anbetracht der Zeit überzogen habe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.